Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Wintertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hey liebe Arminia-Fans aus Deutschland, wir sind hier im Trainingslager in Spanien und wir zeigen euch einfach mal die wichtigsten Orte. Kommt mit! Ja, liebe Arminia-Fans, wie ihr seht, wir sind hier im Kraftraum von uns. Hier haben wir genug Möglichkeiten, uns vorzubereiten, für den Oberkörper trainieren. Wir können Stabis machen, wir können dehnen und rollen. Wir haben hier alles zur Verfügung. Ist klein, aber fein. Aber alles, was wir brauchen, haben wir hier. Für mich ist das sehr wichtig, weil ich ein Spieler bin, der sehr, wenn er nicht dran arbeitet, an seiner Beweglichkeit steif wird. Und ich muss viel rollen, viel dehnen und viel Beweglichkeit machen. Deswegen ist es für mich auch ein großer Punkt, wo ich dran arbeiten muss. Also ich sag mal so, bei mir ist es halt so von der Genetik schon veranlagt, dass wenn ich viel im Kraftraum bin, dass man das dann auch sehr schnell sieht. Deswegen halte ich mich mit solchen Sachen eher zurück, aber natürlich nutze ich die Geräte, die jetzt, sage ich mal, für mich dann auch wirklich sehr essentiell sind, wie zum Beispiel den Beuger, um einfach auch die Oberschenkelmuskulatur, gerade auch aufgrund meiner damaligen Verletzung, ist es halt sehr wichtig, dass ich da auch regelmäßig dran arbeite, weil wenn man es nicht tut, dann merke auch ich, dass da was fehlt. So, das ist unser Materialraum. Hier kriegen wir täglich neue Anziehsachen, die wir fürs Training brauchen. Und aber auch unsere dreckigen Sachen, die bringen wir dann vor dem Abendessen, Mittagessen, bringen wir dann hier vorne hin. Chauncey kümmert sich um alles und ja, so sieht das aus hier. Schuhe, also nur zwei Paar, ein paar Nockenschuhe, ein paar Stollenschuhe. Die Laufschuhe natürlich, die gehören auch noch dazu, aber das war es dann auch schon, weil man ja überwiegend ja auch im Trainingslager mit den Vereinsklamotten dann halt auch rumläuft. Was soll ich zu Chauncey sagen? Chauncey ist einzigartig. Das weiß er auch selber am besten. Er ist für uns da tagtäglich. Sogar nachts, wenn du ihn anrufst, er ist für uns da. Er tut alles, er fährt, er macht, er putzt die Schuhe, er macht alles sauber. Also er ist wirklich einzigartig. Ich glaube, wir können alle stolz drauf sein, so ein Zeugpart zu haben. Ja, wie ihr seht, sind wir hier im Speisesaal von Arminia Bielefeld. Hier essen wir dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Die Jungs versuchen sich schon ausgewogen zu ernähren, müssen natürlich darauf achten, dass wir uns gut ernähren. Da gehört auch Salat dazu, Nudeln, Kohlenhydrate und ein bisschen Fleisch. Ich denke, wir haben alles gegeben und ja, das Essen schmeckt hier auch sehr gut. Ja, natürlich, definitiv steht außer Frage. Deswegen sind wir auch froh, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, hier auch ausgewogen essen zu können, uns ernähren zu können. Gerade bei den intensiven Einheiten, die ja auch wirklich charakteristisch sind für ein Trainingslager, ist es halt dann nochmal umso wichtiger, dass man halt auch wirklich die richtigen Mahlzeiten zu sich nimmt. Ja, das hier, wie ihr sehen könnt, ist unser Physioraum und unsere Physiotherapeuten Mario, Schweiki und Costa, die machen auch tagtäglich wunderbare Arbeit und ich glaube, wir beide sind auch Spieler, die davon deren Dienst halt auch öfters in Anspruch nehmen müssen, einfach weil es uns dann auch gut tut, weil wir auf unseren Körper die Stellen, die uns dann auch oftmals wehtun, müssen halt auch gut gepflegt werden. Und ja, so sieht der Raum hier aus und gut, dass ihr da seid. Ja, ich muss jetzt... Ich merke, ich bin jetzt auch schon 25 Jahre alt. Ich muss jetzt ab und zu mal ein bisschen öfter kommen. Meine Hacke macht ab und zu Probleme. Da muss ich die Ansprüche von Mario in Anspruch nehmen. Und, ja. Aber sonst halte ich mich noch ein bisschen zurück. Von der Verletzung her an sich wirklich ganz gut. Das passt eigentlich. Jetzt ist es halt einfach nur die Thematik, dass man auch wieder fit wird, dass man einfach auch wieder die Kondition aufbaut. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal der Hauptschwerpunkt. Aber von der Verletzung her an sich bin ich da schon wirklich ganz ausgeheilt. Thank you.
generell, liebe Arminia-Fans, der wichtigste Ort im Trainingslager ist natürlich unser Platz. Hier erarbeiten wir uns die Dinge, die wir dann hoffentlich in der Schüko-Arena und in den anderen Spielen umsetzen wollen. Wir haben Top-Bedingungen, Top-Rasen, wir haben alles, was wir brauchen hier. Und ja, es macht Spaß, auf dem Platz hier Fußball zu spielen. Ich sag mal, die Mannschaft ist ja eher gesagt alt-neu. So, man kennt ja noch viele, viele Jungs, die vor 2 Jahren schon da waren und auch jetzt noch vorhanden, was ja toll ist. Das macht den Einstieg dann auch einfach leichter. Den Trainer, den habe ich jetzt kennenlernen dürfen. Natürlich, ne, in der kurzen Zeit kann man sich, glaube ich, noch kein umfassendes Bild machen. Aber das, was ich bis jetzt schon sehen durfte oder erleben durfte, kann ich schon sagen, dass es ein Trainer ist, der unter dem es wirklich Spaß machen wird, dann auch Fußball zu spielen, weil einfach seine Philosophie, mit der kann ich mich einfach super anfreunden. Und das, was ich jetzt auch schon gesehen habe in den Einheiten, betrifft das, glaube ich, auch die ganze Mannschaft, dass sie sagen kann, hey, der kann uns wirklich auch noch besser machen. Ja, doch, das ist schon schön dann, wenn man, ich sag mal, hier, das Wetter ist natürlich super, haben wir jetzt in Deutschland nicht so. Und wir haben kurze Wege zum Trainingsplatz und dann natürlich auch die Bedingungen einfach, das macht dann halt auch einfach Spaß, dann hier arbeiten zu können. Ne? Also ich glaube echt, bei mir ist es tatsächlich echt nur aktuell der Kleine, der mir fehlt, aber sporttechnisch gesehen top. Hey, liebe Arminia-Fans, ich hoffe, euch haben diese Einblicke gefallen, dass wir euch mal so ein bisschen gezeigt haben, wie es bei uns hier im Trainingslager aussieht. Ja, und wir hoffen natürlich auf eure tatkräftige Unterstützung und bis zum nächsten Mal.